Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Freitag, dem 25. November. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute mal auf den Markt schauen, insofern, dass wir uns mal dem DAX wieder zuwenden, der sich heute hier ein Stück weit lethargisch zeigt. Lethargisch dahingehend, dass wir hier kaum Bewegung sehen, die hier sonderlich starke Einflüsse findet. Wir haben, und da gehen wir jetzt am besten mal direkt erstmal in den Tageschart, bevor wir zur Stunde runterscrollen, hier eine Seitwärtsrange, die hier schon seit dem Sommer jetzt ihren Bestand feiert und damit kann man hier relativ schnell agieren, dass wir hier auf der Oberseite um 10.800 eine erhöhte Angebotszone haben, wo immer wieder praktisch die Verkäufer in den Markt kommen. Der DAX hier einfach nicht nach oben raus dran und jetzt letztlich hier immer wieder mit dem Rücklauf in Richtung 10.300, 10.200 Punkten seinen Boden fand. Und jetzt geht es eben hier um die kritische Frage, was kann jetzt hier als nächstes kommen. Grundsätzlich haben wir hier zunächst einen Horizontalsupport, der sich auch hier im Bereich um 10.470 Punkten befindet. Schlussendlich diese Linie jetzt hier nicht mehr signifikant, kann man auch definitiv rausnehmen vor dem Hintergrund, dass wir hier so eine Art Swing drumherum hatten. Also die Relevanz ist hinfällig, aber wir haben auf der Oberseite einen klaren Widerstand, auf der Unterseite hier ein Support-Level, deckt sich auch mit dem Fibonacci. Insofern ganz, ganz interessant. Aber was passiert hier im Bereich um 10.800? Nachfrage, wie gesagt, immer wieder da gewesen. Jetzt zieht sich hier das Preisverhältnis so ein Stück weit zusammen. Das ist sehr schön zu sehen. Und die Frage ist eben, wie geht das Ganze aus? Sie werden es wissen, saisonal bedingt haben wir hier eine bullische Phase vor uns. Gerade der Jahresabschluss ist sehr, sehr interessant. Die Käufer hier immer wieder auf der Seite in Sachen Window Dressing und was es da nicht immer alles für Möglichkeiten gibt, warum die Märkte hier anziehen. Letztlich haben wir hier eine Art symmetrisches Dreieck. Kurz unter einem Widerstand und es bleibt dabei, dass wenn es der DAX hier nach oben dynamisch rausschafft, hier durchaus Up-Momentum erfolgen kann. Da sehen wir auch hier sehr schön signalisiert durch die Saisonalität, die insbesondere seit Mitte Dezember stark nach oben anzieht und hier wirklich starken Rückenwind erfährt. Wir sehen auch jetzt hier schon im November leichten Auftrieb, dann hier einen kleinen Dip im Dezember und dann kann es nach oben rausgehen. Rein technisch, theoretisch wäre es möglich, wenn wir hier die 10,8 nach oben aufbrechen, das per Close, das mal nachhaltig, dass der Markt dann praktisch hier ein Stück weit ansteigt, idealerweise einen kleinen Pullback macht, vielleicht so ein Stück weit zäh seitwärts läuft, um dann hier zum Jahresende seine saisonal starke Phase zu spielen. Also der Bias ist theoretisch auf der Oberseite klar zu bevorzugen. Kurzfristig wäre auf der Unterseite, sehen wir hier auch sehr schön, die Unterseite des Dreiecks praktisch klarer Support. Wenn es hier runter geht, die Trendlinie gebrochen werden würde und wir praktisch hier Tiefs unterhalb von 10.600 Punkten machen, gerade per Daily Close, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier durchaus nochmal 200, 300 Punkte gen Süden sehen und der Markt hier die 10.3, 10.2 wieder ansteuert und das praktisch hier ein theoretisches Szenario wäre, um hier auf der Short-Seite aktiv zu werden. Das wäre durchaus mal eine denkbare Variante, wenn der Markt hier nach unten jetzt wegbricht. Wir haben heute am Nachmittag noch ein bisschen was aus den USA zu erwarten. Wir haben hier einerseits die Lagerbestände, Einkaufsmanager-Index und die Handelsbilanz 14.30 und explizit dann 15.45. Market-Einkaufsmanager-Index ist jetzt nicht das Schwergewicht, aber Lagerbestände und Handelsbilanz, da wird durchaus drauf geschaut. Das kann also hier in Kürze durchaus für Bewegung sorgen. Da einfach mal drauf aufpassen, dass der Markt hier seinen Weg geht. Grundsätzlich sieht es ganz spannend aus und ja, wir werden sehen, wie der Handel endet. Letztlich kann das für die nächste Woche wegweisend sein, wenn wir unter 10,6 gehen Richtung Süden, wenn wir über 10,8 rausgehen Richtung Norden und wir werden das weiter engmaschig beobachten, entsprechend dem, was uns der DAX dann hier noch bietet. Wir gehen jetzt mal in den Stundenchart, zoomen uns praktisch in den Chartverlauf hinein, um das Ganze noch ein Stück weit genauer zu analysieren. Und da sehen wir im Prinzip auch hier das Zusammenziehen des Preisverhältnisses. Wir können die Widerstandszone noch mal ein Stück weit genauer definieren. 10,6, wie gesagt, hier interessant auf der Südseite, 10,8 auf der Oberseite. Das sind die entscheidenden Marken und innerhalb dessen kann viel passieren. Innerhalb dessen kann Ping-Pong ablaufen und innerhalb dessen kann man sich auch, sage ich mal, eher in Richtung Oszillatoren technischer Bewegungen immer auf der Südseite versuchen einzukaufen, um dann hier sozusagen im Sinne der Range aktiv zu werden. Wir sehen ja, aktuell sind wir mittendrin, also wirklich Lethargie pur und jetzt muss man einfach mal abwarten, was der DAX da heute noch schaukelt. Also es ist fast schon nicht anzunehmen, dass wir heute per Wochenschluss hier ausbrechen aus diesen signifikanten Marken. Eher sollte man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich dann in der nächsten Woche passiert wird. Das werden wir auf jeden Fall unter die Lupe nehmen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt schon mal ein angenehmes Wochenende und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche und wenn Sie mögen, dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche was. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.